Was habe ich zum Beginn der letzten Folge gesagt, als die beiden Notsignale hinter uns lagen und wir zum Beispiel mit 10 Treibstoff rausgegangen sind? Der Start war wirklich ziemlich gut und jetzt wäre die Folge beinahe ganz schlimm zu Ende gegangen, aber ging nochmal gut. Aber wie lange noch? Nur noch 2 Höllenpunkte. Damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Direkt zum Ausgang. Nee, ich hoffe, hier wird einfach noch irgendwas sein. Immerhin sind wir in der Heimatwelt, dass uns noch jemand hilft oder, ja, sich hier hinten noch ein Laden auftut. Könntest du sogar nochmal hier hoch. Treibstoff haben wir ja. In der Hoffnung, dass hier oben noch ein Laden ist. Vielleicht hier. Oder eben da. Mal schauen. Kampf will ich jetzt nicht zwingend haben. Nee. Aber ich kann nicht entscheiden, ob wir abhauen oder mitmachen. Immerhin nur ein Einer-Schild. Dann wird er wohl Waffengewalt haben. Bei noch sieht man nichts. Ich bin mal gespannt, wie gut er ist. Dieser Nebel ist das Versteck einer verschreckten Felis-Crew, die sich vor der Grenzpolizei der Zoltan versteckt. Sie wollen nicht riskieren, dass du verschwindest und ihre Koordinaten kennst, also öffnen sie das Feuer. Schießen die jeweils zweimal? Ich werde jetzt aber keine Drohnenteile sparen, wobei ausweichen. Ausweichswert geringer haben, aber mehr Schaden machen können. Der Ladungslaser wird es hoffentlich richten. Eieiei. Einfach weil ich jetzt hier nichts abziehen will. Mir geht es jetzt nicht darum, Drohnenteile irgendwie noch einzusparen. Mir geht es nur ums Überleben. Aber ich will nicht den Antrieb runterhauen. Ich muss ihn ja komplett runterhauen oder hier Treibstoff, Sauerstoff wegnehmen. Nur damit die Drohne was machen kann. Und wenn ich dann doch mal Treibstoff brauche, muss ich entweder beim Schild oder bei den Waffensystemen was abziehen. Und das, nee, da verzichte ich lieber auf die Drohne. Ein Laserschuss haben wir. Das Ding ist gerade eh gestört. Ja, nicht schießen. Hätte den Neonschlag eher auf die Waffe setzen sollen. Ja, das war's. Das Schiff wurde in Stücke gerissen, als eine letzte Explosion dein Schicksal besiegelt. 1523 Punkte auf normal. Und gestorben, klar, vorm Rebellenflaggschiff. Puh, bitter. Nichts Neues erreicht. Letzter Platz. Eieiei, schade. Jetzt fühlte ich mich mit meiner Laserladung ganz gut, aber wir haben ewig keinen Laden mehr bekommen, um reparieren zu können. Achso, mit dem Kreuze die Bestzahl. Okay. Schade. Ja, so schnell ist es vorbeigegangen. Wirklich schade. Wir sind nicht weit gekommen. Dann gehen wir mal zum Hauptmenü. Wenn ich mit dem Schiff weitermache, schalten wir das nächste Schiff nicht frei. Oder, ja, ich muss halt die spezielle Aufgabe machen. Ich gucke nochmal kurz nach. Was war das? Angeblich sollen in der Rebellenfestung hochentwickelte Schiffe gebaut werden. Ich könnte im Internet nachgucken, was das heißt. Will ich aber nicht. Und ich würde auch darum bitten, dass ihr mir es nicht verratet. Ich will es entweder selbst herausfinden oder wir schaffen es einfach mit dem, wie ich finde, wegen der Drohnen schwierigen Engi-Kreuzer. Wegen des schwierigen Engi-Kreuzers. Okay. Also, Talos, nein. Ich will immer hier drauf klicken. Hier, wo die Maus gerade ist, und das umzwinnen, aber geht ja nicht. Das sind jetzt die 5. Wir hatten im dritten Anlauf mit der Kestrel das geschafft und jetzt gerade mit dem Engi-Kreuzer Nummer 4 und jetzt das. Ich werde die Namen anpassen. Und zwar, wenn ich schon diesen Namen hier so sehe, Luan, da fällt mir was ein. Annehmen. So. Anpassen. Umbenennen. Zacka. La, Le und Lu.
Und nebenbei schauend. Da der Engi zu, nein, der Mann im Mond, passt ja auch zum Weltraum. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Alles andere bleibt gleich, klar. Dann starten wir mal. Wichtige Daten an Bord. Okay. La, Le, Waffen. Der zweite geht immer zu den Waffen bei mir. Angriff ist ja auch die beste Verteidigung. Gespeichert. Da und da, genau. Und das halten wir dafür frei. Gut. Mal gucken, wie wir starten. Hier oben lang schippern oder lieber hier unten etwas abgerasen? Ja, die Sprünge könnten besser sein. Ich gehe oben lang. Ah, toll. Gleich so eine blöde Sonne. Und ein Zoltan mit einem grünen Schild. Na super. Dieser Signalpunkt wurde zu nah an einem Riesenstern der Klasse M platziert. Das Schiff wird sich langsam überhitzen, bis du von hier verschwindest oder stirbst. Ein Pirat, der die Gefahr der Sonne nicht beachtet, greift dich an. Noch haben wir viele Drohnenteile. Der hat keine schlechten Waffen. Achso. Damit schießen wir immerhin zwei grüne Schildpunkte weg. Okay, er hat 5. Weiß ich Bescheid. Ob das alle so haben? Das war von Popo. Der Schuss da in leeren Raum. Er will aufgeben mit 2x Treibstoff und drunter und nur 7 Schrott. Umgerechnet 3x 2 sind 6. 24, 31. Ja, könnte schon gut genug sein. Treibstoff brauchen wir auf jeden Fall. Ich nehme es mal an. Klingt für den ersten Sektor auf normal nicht verkehrt. Da kriegen wir ja auch weniger Schrott. Vielleicht kommen wir noch weg, bevor die erste Sonne eruptiert. Nee. Na, könnte schlimmer sein. Wir können springen, wir warten aber noch, bis das Feuer gelöscht ist. Ob es bei ihm auch brennt? Ich würde zu gern mal ins Schiff gucken. Das ist hartnäckig. Dabei hat sie am ehesten keinen Sauerstoff bekommen. So, wir warten noch etwas, bis der Sauerstoff sich wieder etwas akklimatisiert hat und dann dampfen wir ab. Schon ein Höllenschaden. War das doch so ein Betäubungsteil? Kann nicht sein, oder? Ich nehme hier oben mit. Ich habe Angst, wenn ich jetzt hier hingehe. Angst ist auch gut. Dass ich dann hier einen Punkt zu wenig erwische. Tschüss, Sonne. Eine ziemlich große Flotte von Zivilschiffen wird an diesem Signalpunkt festgehalten. Scheinbar handelt es sich um einen Rebellenkontrollpunkt, der alle Schiffe nach möglichen Verbindungen zur Föderation untersucht. Bisher hat man dich nicht bemerkt. Dich alleine durchschlagen, angreifen und verschwinden, die Rebellen bestechen, damit sie die Zivilschiffe gehen lassen. Das wäre der Samariter. Oder hinter einem Mond verstecken. La, le, lo. Nur die drei schauen zu. Wir greifen natürlich an. Er hat eine Drohne und einen schweren Laser. Na toll. Also. Autofeuer ist auch ein, gut. Immerhin kann der Laser nichts machen, wenn das Ding nichts macht. Das können sich jetzt ändern. Schnell aufladen. Mist. Wieder ein Höllenschaden. Drohne schießt mal auf die Kackwaffen. Naja, Sauerstoff ist auch nicht verkehrt. Dann müssen sie... Kriegen da was drauf? Nein, mein... Ein Höllenabzug. Jetzt wollen sie noch abdampfen. Schild ist aber angeschlagen. Dann auf die Waffen. Gut, 3x Treibstoff. 3x 3 macht 9. 17. Was? Ja, 17. Doch. 24, das ist mir zu wenig. Ich hoffe, wir machen was gut. Schilder auch nochmal was auf den Deckel bekommen. Und jetzt noch ein Treffer und weg. Ja, wir bekommen mehr raus. 26
Und eine Rakete brauchen wir noch nicht, aber vielleicht bekommen wir einen tollen Raketenwerfer. Und 32 insgesamt, im Wert von 32. Gut. Da sind die bösen Rebellen. Du entdeckst einen Rebellenaufklärer bei einem Angriff auf einen kleinen Treibstoffaußenposten. Oh, wir könnten Treibstoff bekommen. Seine Waffen sind geladen, aber er schießt noch nicht. Heißt das, wenn er uns bemerkt, dann lässt er seine Waffen geladen und schießt sofort auf uns? Mal gucken. Eingreifen und den Außenposten verteidigen oder einfach abdampfen? Natürlich greifen wir an. Die Rebellen antworten auf deine Drohung. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber niemand stellt sich der Rebellenflotte in den Weg. Das Schiff macht sich kampfbereit. Zwei Waffen, ein Schlaser, ein Schral. Du darauf und du machst mit. Ma, verfehlt. Triff, jawohl. Au. Waffen höchst wichtig, ansonsten können wir noch mehr getroffen werden. Deine Schild, der wird uns nicht verteidigen. Achso, schon wieder fertig. Ich kann ja auch den machen, fällt mir gerade auf. Etwas zu spät. Jetzt sind wir gerade ausgeliefert, wenn er zweimal trifft. Macht er gerade nicht. Einmal verfehlt. Super, er kann gerade nicht ausweichen. Er verfehlt. Super, Leute. Lale und Lu machen das gut. Jawohl. Scheint mit ihm aus zu sein. Er hat so viele Baustellen und ist gleich tot. Gott. Geht besser los als mit dem letzten Engi-Kreuzer. Eine Rakete in drunter und 15 Schrott. Der Außenposten ruft dich. Diese aufgeblasenen Bastarde wollten nicht zahlen, nur weil sie die Föderation besiegt haben. Das hier ist für ihre Hilfe. 4x Treibstoff und 15 Schrott. Das läuft ja super. Wollen wir für einen Laden sparen oder schon investieren? Zum Beispiel in Türen? Mit der Krankenstation und mit einem Menschen sind wir ganz gut ausgerüstet. Deswegen würde ich sagen, nee, wir sparen lieber auf einen Laden, der ganz schnell kommen könnte. Ich brauche unbedingt eine Waffe, die unabhängig von den Drohnen schießt. Ich muss gezielt irgendwas angreifen können. Gut, du weg und dahin und weiter noch kein Laden. Dann gehen wir mal hier. Keine Kampfmusik, die Sensoren melden. Ein großes Asteroidenfeld in der Nähe. Ja, wir könnten Hüllenschaden bekommen. Auf kurze Distanz könnten sie nützliches Material ausfindig machen, während sich der FTR-Antrieb auflädt. 6x Treibstoff. Hey, das läuft ja echt gut an. Vielleicht so als kleine Entschädigung, dass wir mit dem ersten Engi-Kreuzer echt nicht weit gekommen sind. Mit den Sensoren findest du einige Asteroiden mit nützlichen Rohstoffen. Du hältst etwas Treibstoff. Super, schon 24. Hat er jemals nach so wenig Sprüngen schon mal jemand so viel Treibstoff? Wenn das mal keinen Eintrag in die Steam-Liste gibt, in der Weltrangliste. Gibt's bestimmt gar nicht. Du kommst an und vor dir liegt ein Mond mit einer Kolonie. Die Scans ergeben allerdings, dass die Siedlung verlassen ist. Außerdem bemerkst du eine verlassene Raumstation in der Nähe des Signalpunkts. Ja, wir sind gerade mal so, weil wir so im Aufwind sind mit den ganzen Sachen, die wir jetzt bekommen haben. Wir wollen noch mehr. Eindringlinge an Bord und ein Schiff, na toll. Du dockst an der Station an, um dich umzusehen, aber kaum hast du die Luftschleuse geöffnet, stürmen Piraten auf das Schiff. Außerdem melden die Sensoren ein Piratenschiff, das auf Abfangkurs ist. Ein Wrackteilwerfer und ein Laser, na super, und ein Mantis. Und ein Felis, ja, Herz allerliebst, auch noch im Sauerstoff. Also die Drohnensteuerung darf nicht kaputt gehen, die ist hier gleich nebenan. Deswegen werden wir hier voll reinbuttern. Dauerfeuer ist an, das jetzt weg, damit die auch gleich geheilt werden. Einer, der verdammt gut Schaden austeilen kann und einer, der viel einstecken kann. Klingt echt spitze.
Oh, schießt der jetzt dick und hoffentlich trifft er nicht den Raum. Am Ende gehen wir eher drauf als die. Jetzt wollen sie noch abdampfen. Au. Die Drohne schießt nicht mehr so schnell, ne? Wenn ich den Engi abziehe, da sind beide Engis gerade dabei. Was mache ich jetzt? Noch mehr Treffer kassieren? Die haben Sauerstoffprobleme. Ich ziehe mal unseren Piloten ab, besser reparieren. Das ist ein weiter Weg, ich weiß. Okay, das nehmen wir an. Am Ende kriegen wir noch mehr Schaden, weil die Situation ist gerade nicht so gut. Sie haben uns gezeigt, wir sind... Sie haben es uns gezeigt, wir sind besiegt. Nehmen Sie das hier, wir schämen uns. Schon wieder zweimal Treibstoff und drunter und 8 Schrott. Klingt nicht spitze, aber ich schätze mal, wenn wir hier weiterkämpfen, dann kriegen wir noch mehr ab. Mehr Schaden, deswegen nehmen wir das Angebot an. Jetzt haben wir die Arschnasen noch hier auf dem Schiff, aber geht wohl nicht anders. So, Lu geht mal sich komplett heilen. Ja, du auch, du kriegst gleich massiv Schaden, weil, ja, du wirst geärgert. Jetzt fällt das Ding gleich aus, da gibt es einen Schaden. Muss ich wohl in Kauf nehmen. Die bekommen wir nicht mehr los, die wollen ihre Leute nicht zurücknehmen. Gut, jetzt haben wir einen Dreierraum, das ist super. Wir wollen nicht noch mehr Höllenpunkte verlieren. Sobald der Mantis weg ist, der wird zuerst fallen, haben die drei das einfach. Da muss ich zwar einen abziehen. Ja, jetzt schon. Das war relativ knapp, weil die haben sich beide auf ihn konzentriert, oder? Das Blöde ist, er schießt jetzt auf ihn. Kann ich ihn nicht schon mal bei der Tür platzieren? Gleich automatisch außenrum. Kriegen die beiden das jetzt gebacken? Einer fällt gleich weg, der andere natürlich auch. Ist auch nicht mehr viel. Ist mir zu riskant. Wow. Du auch nochmal rüber. Ist mir zu riskant. Wobei, er hat noch viel Energie. Komm, mach's. Er wird ja auch gerade geheilt. Oh, das war nicht so knapp, wie der Erdhaufen einfach zusammenfällt. Das wirkte für mich viel knapper, als es letztendlich war. Na gut. Sauerstoff hat Strom, das ist gut. Dann macht ihr beiden mal ganz. Und du heilst dich mal richtig, weil du hast am meisten Schaden. Du hast am wenigsten Gesundheitsstand jetzt. Gut. Nochmal glimpflich davon gekommen. Da ist ein Laden. 73, reicht das schon? Naja, für eine ordentliche Waffe schon, ja. Wir brauchen gerade keinen Treibstoff, keine Drohnenteile reparieren, wenn nichts Besseres da ist, ja. Das ist so knapp, das schaffen wir nicht. Wir müssen zum Laden gehen, ansonsten müssen wir ihn liegen lassen. Es gibt nur ein anderes Schiff an diesem Signalpunkt und das ist schwer beschädigt. Du hältst eine Nachricht auf dieser Konsole. Ich grüße Sie, Reisender. Wir wurden von einem Haufen Piraten überfallen und sind nun gezwungen, unsere verbliebene Ausrüstung zu verkaufen, um die benötigten Vorräte für unseren Heimweg besorgen zu können. Mhm. Klon? Nee, ich will meine Crew nicht opfern. Im Zweifelsfall ist es aber eine ganz gute Rettung, wenn wir... einen, den wir gar nicht fallen lassen wollen, einfach wiederbekommen können. Womöglich werde ich mir jemanden gönnen. Das Tolle ist, die Lanze macht 2 Schaden pro Raumtreffer. Leider bloß für einen Laser 1. Laserlader schon wieder. Das sind sehr interessante Waffen. Ist ein sehr interessanter Laden. Wir können uns alles holen. Alles ist relativ. Wir könnten uns von 6 tollen Angeboten auf jeden Fall alles gönnen, wenn wir nur einmal zuschlagen. Jetzt die Frage, was? Ich glaube, ich wäre Angriff die beste Verteidigung auf die Waffe gehen. Der klingt ja auch toll. El-Nup-Nup.
Swampson und Stanley. Tja, was denn jetzt? Drei Energie. 17 Sekunden Ladezeit pro Ladeschuss 5 Sekunden, heißt in Summe 20. Kann aber auch viermal Schilde wegballern. Er kommt durch ein Schild hindurch, weil er 2 Schaden pro Raumtreffer macht und er schießt 2. Dann nehme ich lieber das statt das Teil. Auch wenn hier einmal Energie und halt Ladezeit. Aber das ist einfach für lange Sicht besser. Ich werde den Laserlader nehmen. Dann wird es noch lange dauern, bis wir den einsetzen können, aber... Ach stimmt, die Drohnensteuerung muss ich noch reparieren. Wir können ja dann die Energie, die wir hier nicht nutzen, hier rüberballern. Dann müssen wir halt bloß 3-mal hier verbessern und vielleicht die einmal abziehen oder einmal Energie noch kaufen. Einmal den Reaktor verbessern. Dann hole ich mir den Laserlader. Und wir könnten uns nochmal Treibstoff holen oder mache ich lieber das? Einmal die Hölle ganz. Vielleicht kommt es ja auf diesen einen Punkt drauf an. Wer weiß. Mal schauen. Gut, also die DRS, das DRS 96-4 haben wir verloren, aber die 5 ist gleich am Start und sie ist gut gestartet. Hatten aber auch Glück bei diesem einen Kampf, wo wir jetzt aufgeben konnten. Muss man aber auch haben. Also dann, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.